Ja, David Biederbeck, stellvertretender Kreisjugendrat und Fachdienstleiter. Wir sind gleich eine Vorführung über die Jugendspange in Gold. Jetzt werden altgediente Feuerwehrleute sagen, alter Käse. Nein, es gibt Änderungen. Ja, genau. Also die Jugendspange gibt es ja inzwischen seit vielen, vielen Jahren bei uns. Und wir haben uns jetzt überlegt, dass wir Änderungen einbauen und die ein bisschen anspruchsvoller machen wollen. Und gerade den Bereich der technischen Hilfeleistung. Denn die Feuerwehr muss nicht immer jetzt nur noch zu Bränden und Löschen, sondern sie muss auch zu vielen technischen Hilfeleistungen fahren. Und das auch in der Jugendfeuerwehr einzubauen, haben wir uns überlegt, die Jugendspange in Gold abzuändern. Und da die praktische Übung. Das heißt also, dort wird eine technische Hilfeleistung simuliert, eine Bockleiter aufgebaut, wo eine Schachtrettung mit simuliert wird. Also man muss also aus Steckleiterteilen eine Bockleiter bauen und da einen Dummy dann an einem Seil dran hochziehen, was simuliert, diesen Dummy oder eine verletzte Person aus einem Schacht zu retten. Und das wollen wir hier vorführen, damit wir das dann auch im nächsten Jahr beim Zeltlager umsetzen können und so die Jugendlichen auch schon mal gesehen haben, was dann auf sie zukommt. Das ist nicht hessenweit, sondern das ist jetzt speziell Waldeck-Frankenberg? Genau, das ist eine ganz spezielle Ehrung oder Auszeichnung, die es nur in Waldeck-Frankenberg gibt. Die gibt es also in den Stufen Bronze, Silber und Gold. Gold ist demnach die höchste und die kann nur in Waldeck-Frankenberg und auch nur beim Zeltlager von der Kreisjugendfeuerwehr erworben werden. Also was ganz Besonderes, was ganz Herausragendes für Waldeck-Frankenberg. Das heißt, bei dem jetzigen Zeltlager, wo wir im Moment sind, wurde noch nach den alten Vorgaben Spannen vergeben? Genau, also morgen steht das wieder an. Morgen früh bis morgen Mittag werden die Spangen abgenommen. Da wird noch nach den alten Vorgaben. Wir rechnen so damit, dass wir wieder 400 Spangen in allen Stufen morgen abnehmen können. Was immer so das Highlight nochmal oder der krönende Abschluss vom Zeltlager ist. Das heißt jetzt, nach diesem Zeltlager heißt es für die Jugendfeuerwehrwarten und Warten Schulung mit der neuen Spange und dann üben, ne? Genau, also es gibt noch so einen kleinen formalen Weg, dass wir das natürlich noch bekannt geben müssen, eine Ausschreibung, die Ausschreibung umformulieren müssen. Und wenn sie dann umformuliert ist und bekannt gegeben ist, heißt es üben. Und das wollen wir auch gerade in den Wintermonaten, dort wo man vielleicht auch mehr Innendienst machen muss. Das kann man aber gut in der Fahrzeughalle aufbauen, auch eine Bockleiter. Und da wollen wir dann die Jugendfeuerwehren auch animieren, das dann zu üben. Und die entsprechenden Betreuer natürlich auch schulen, ne? Genau, die müssen geschult werden, wobei sie das natürlich auf den verschiedenen Lehrgängen, die sie von der Einsatzabteilung besuchen, auch lernen. Also Bockleiter ist jetzt nichts, was ganz Ungewöhnliches und Unbekanntes. Aber sicherlich muss es auch gelernt werden und geübt werden vor allen Dingen. Ja, David Biederbeck, vielen Dank. Sehr gerne. Vom Leinenbeutel die Haken abmachen und dann Druck. Ja. Druck kommt von unten. Thank you.
doppelt nehmen. Ne? Alles gut. Kein Stress. Gut, lass ihn runter. Okay.